Hallo und willkommen hier bei IJMBS und heute schauen wir uns dieses Gerät hier an. Professional Multi Audio Video Box. Ja, Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Letztendlich ein Gerät, mit dem man verschiedene Geräte an einen Monitor anschließen kann. Also zum Beispiel Videorekorder oder Konsole oder sonst irgendwas. Viele Geräte an einen Monitor, ohne viel Eck zu haben. Hier wird es auch erklärt. Also hier kann man das alles gut sehen, wie das funktionieren soll. Videorekorder, DVD, Konsole und so weiter, Stereoanlage. Und das alles an einen Fernseher. Und dann können wir einfach umschalten und ja, www.vitronet.com gibt es aber bei Amazon. Link in der Videobeschreibung und heute schauen wir uns das mal an. Ui, schaut mal. Also hier ist schon mal das gute Stück. So sieht das aus, holen wir gleich raus. Was gibt's hier noch? Aha. Netzkabel und Fernbedienung, die gibt's nämlich auch dazu. Das war's. Ja. Dann schauen wir mal. So, hier haben wir das gute Stück. So sieht's aus. Ja, da haben wir jetzt jede Menge Eingänge. Und dann haben wir hier vorne haben wir auch Knöpfe, da können wir umschalten, einschalten. Jetzt müssen wir mal schauen, Input 1 ist hier. Dann haben wir 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Das heißt, wir können 7 Geräte anschließen. Dann haben wir hier SCART Out, RCA Out und S-Video. Ja, so sieht's aus. Jetzt schließen wir es mal kurz an. Schauen wir mal, ob wir da noch Batterien brauchen für die Fernbedienung. Bestimmt nicht dabei, denke ich mal. Ja, okay. Das heißt, wir brauchen noch Batterien. Holen wir gleich. So, hier kommt das Netzkabel rein. So. Also ziehen wir hier die Leuchte, schalte ich mal an. Aha, dann können wir hier also, nehme ich mal ein Umschalten. Das macht nur irgendwie nichts, aber ich denke mal, wir werden es gleich. Achso, Select. Ah, jetzt ja, hier Select. So läuft das. Und dann Lock. Okay. Ja, jetzt war das noch nicht so spannend, das Unboxing, aber jetzt müssen wir das Gerät natürlich auch ausprobieren. So, da haben wir jetzt mal unser Setup. Einen Monitor, einen DVD-Player, einen Videorekorder, unser Audio-Video-Box-Multi-Switch und außerdem habe ich noch eine Kamera und die werden wir jetzt alle anschließen und dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Also, fangen wir einmal an. Das hier ist das Kabel zum Monitor, das heißt, das muss logischerweise hier rein. So, denn das ist der Output und da geht es dann zum Monitor. Das Kabel hier kommt vom Videorekorder. Das schließen wir jetzt mal hier in den Input 1 an. Dann haben wir hier dieses SCART-Kabel vom DVD-Player. Das schließen wir jetzt mal hier an den Input 2 an. Denn hier ist Input 1, Input 2. So, jetzt haben wir hier noch diese Cinch-Kabel von der Kamera. Das machen wir jetzt mal entweder
Entweder könnte man jetzt natürlich irgendwie so einen Change of SCART Adapter nehmen und das Ganze hier anschließen, aber wir haben ja hinten noch freie Change Steckplätze, das heißt, wir schließen das hier hinten an. Das ist dann Input Nummer 6. So, alles angeschlossen. Bei allen Geräten läuft irgendwas. Das heißt, jetzt können wir das Gerät einmal einschalten. So, Batterien habe ich übrigens auch eingelegt. Jetzt können wir das Ganze fernbedienen. Also, dann würde ich sagen, schalten wir doch mal an. Und da läuft gleich was. Wie wir sehen, zeigt er 1 an. Das heißt, wir sehen momentan das Bild vom Videorekorder. Dann drücken wir doch mal die 2 und wir sollten das Bild vom DVD-Player sehen. Ja, und wir sehen es auch. Und wir drücken mal kurz Stopp. Dann sieht man auch, das hier ist der DVD-Player. Ja, jetzt schalten wir mal weiter auf 3. Da kommt logischerweise nichts, ist ja nichts angeschlossen. 4, kommt auch nichts. 5, kann auch nichts kommen. Jetzt gehen wir auf 6 und da müsste das vom Camcorder laufen. Also hier, der Camcorder läuft auch. Mal schauen, was kommt. Ja, das ist der Camcorder. Jetzt gehen wir noch auf 7. Da kommt logischerweise nichts. Jetzt gehen wir nochmal auf 1. So, hier haben wir außerdem Select und Lock. Also die 2 Knöpfe, die wir auch am Gerät selbst haben. Mit Select können wir einfach durchschalten. Immer wenn wir Select drücken, geht er einen Input weiter. Und mit Lock können wir das Ganze sperren. Das heißt, wenn ich jetzt Select drücke oder eine Nummer ansteuern will, tut sich nichts. Erst wenn ich mit Lock das wieder rausnehme, dann kann ich wieder durchschalten. Ja, das heißt, es funktioniert wunderbar. Ein sehr praktisches Gerät, denn einige Fernseher haben natürlich mehrere Eingänge, aber unter Umständen nicht genügend. Und dann braucht man noch einen Videorekorder oder ein Extragerät, um weitere Eingänge zu haben. Und wenn man aber viele Geräte ansteuern will, wird es irgendwann kompliziert. Und mit dem Gerät, mit unserer Multi-Audio-Video-Box, ist das Ganze wirklich einfach. Und wenn ihr da vorhabt, mehrere Geräte anzuschließen, sehr empfehlenswert. Ja, vielleicht gerade noch ganz kurz gezeigt, hier am Gerät kann ich auch umschalten. Also wenn ich hier Select drücke, schaltet einfach durch. Und mit Lock kann ich das eben auch sperren. Schaut doch mal bei dem Link in der Videobeschreibung vorbei und dann war's das. Joyeux Noël! Oh ja, von mir aus auch das. Ah, alles klar, au revoir. Und der Daumen hoch und der Kommentar noch dazu und Abo nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, bis denne. Antenne.